Ja, Bruce und Mary, ja hör mal, Wattensonntag, Muttertag, der Lorenz knallt, meine Enten haben auch schon wieder fast eine Bikini-Figur und 3-2 Entenpöllerei gegen Limonade Leipzig gewonnen. Ja, das war der erste Trip bei denen in die Pfanddose am Donnerstag, da kommen sie endgültig im Schredder. Ja, war echt eine geile Pöllerei gestern, bis auf 30 Minuten in der zweiten Halbzeit. Da haben wir so ein bisschen das Seepferdchen gemacht, echt ein bisschen geschwommen. Da haben wir auch ein bisschen gepumpt, wie so eine Galapagos-Schildkröte bei den Bundesjugendspielen. Aber sonst war das wieder E.T. Kotlenny Müsli, richtig geile Bolzerei. Hier dieses Kickmodel Nagelsmann mit seinem Tarnkappen-Bomber Parker hat zuletzt gegen den BVB gewonnen. Da gab es zum ersten Mal das Ed von Schleck am Kiosk. Ja. Aber schmeckte ganz gut. So, eigentlich hätten wir noch hier so einen Allen Elver in der ersten Halbzeit kriegen müssen. Aber hier die Kellerassen im Keller, die geben dasselbe Ding in München bei Paragraph 1. Und in Dortmund machen sie Happy Hour im Dunkeln. Alter Lachs, schafft diese Flossenregel ab. Fahrräder wieder im Keller, Licht aus, abschließen, fertig. So, aber ich bin ja eigentlich ganz gut drauf im Kreislauf, also überragender Bolzer, gestern auf der Wiese, und er tanzt wieder Zumba, Sancho Pancho, das ist Kickern, ohne Stange, ja, hier, der hat dem hier, wie heißt der hier, dem Opa Mikado, 2-3 Mal ein richtiges Kettenkarussell durch die Beine gepölt. Auch Reus Reus, wieder richtig Schmand auf der Pfeife, hat eine ganz neue Position auf der Wiese. Die beste Viertel von 9 in der Bundesliga. Ja, also Nivea Yogi, hier mach mal hier deinen Winnetou-Pony, schneid mal ein bisschen ab, damit du wieder was siehst. Und den Reus Reus, ja, mitnehmen, kann doch nicht so schwer sein, Mensch. So, aber jetzt am Donnerstag die Vase aus Berlin holen. Hoffentlich mit dem Büffel vom Borsigplatz. Viking Haaland, hör mal Viking, mach jetzt hier keinen auf Trellafitti. Hier, du hast einen Oberschenkelbullen. Da kannst du 79 T-Bone Steaks, kannst du da rausmachen. Und du setzt aus wegen so einem kleinen Pferdeküsschens, Mensch. Kannst du knicken. Hör mal Viking, ich hab mit Perla zusammengebolzt. Ja, die hatten mehr Schrauben im Schienbein als der Terminator. Und hatten noch 2,5 Bar vom Freiwilligen Feuerwehrfest auf der Karakirmes im Hell, Mensch. Also, alten Socken in Buttermilch tanken, drauf auf den Bullen und dann am Donnerstag im DFB-Pokal-Endspiel das Brandenburger Tor, ja, in Berlin, in Schutt und Asche, Pearl, Mensch. Geh ich kaputt. Ohne Borussen fahren wir nach Berlin. Ja, ich bin jetzt schon nervöser als bei meinem ersten Knutscher mit Uschi in der Baubude. Also, Borussen, macht es alle wie ich vor der Pöllerei. Hacke, Schippe, Kreidekarre, runterschorscheln, damit ich nächstes Jahr bei den Grammys bin. Neun Schlüpper an, BVB-Schal um und die Jungs am 32 Zoll Nordwende an der Kiste nach vorne peitschen. Macht uns stolz, die Bolle. Ja, macht uns stolz, die Bolle. Und gebt unserer lebenden Legende mit Puls, H-Kennzeichen, Pisscheck, ein Abschied mit dem Pott in der Vitrine. Holt den Pott im Pott, denn wir sind der geilste Verein der Welt. Wir sind der geilste Verein der Welt. Da gibt's überhaupt keine Diskussion. Für uns, da gibt's nur eins. Aber wirklich nur eins. Nur der BVB. Aber nur der BVB.